Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TDFLP, hier euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir unsere garstigen Rätsel gelöst, um in den Schlüsselraum hier zu kommen. Ich nenne den einfach Schlüsselraum, weil man braucht einen Schlüssel. Seht ihr? Und ja, das haben wir geschafft, das haben wir souverän gemeistert, ohne Probleme. Hier sind jetzt irgendwelche Bitches, die mir hart auf den Sack gehen wollen. Aber die zügeln mich alle weg, ey. Zack, zack, zack. Just like that, Digga. So, hier gibt es anscheinend unser letztes Schwert irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Ich brauche noch ein Schwert, um diese drei Statuen da zu clearen. Okay. Lass mich raten. Das Ding ist verklemmt. Oh, doch nicht. Ach ja. Gut, das haben wir Nummer 1. Okay, großer Raum. Nichts los, war ja klar. Oh, what the fuck. Ein Boss. Das ist unexpected. Ich glaube, das soll ein Boss sein, aber... Fuck hier. Wie tötet man einen derartigen Boss? Ah ja, er hat so gelbe Pünktchen. Da dachte ich mir, die greifen wir an. Dadurch ist er geschwächt. Sehr schön. Dann wissen wir das schon mal. Schon mal ein Anfang. Die knallen wir. Wow, wow, wow. Ich glaube, er ist sehr sauer. Oh fuck, nicht gegen die Wand. Gegen die Wand ist nicht vorteilhaft. Leute, warum lebt ihr eigentlich noch? So, wir machen locker flockig die kleinen Gegner hier erstmal fertig. Weil für einen Boss, da muss man sich einfach mal Zeit nehmen. Weil da knallst du einfach mal drauf und dann machst du deine Combo. Oh, und da ist er sauer! Natürlich konnte ich da nicht mehr ausweichen in dem Moment. Kann ich da nochmal angreifen? Ich will es gar nicht wissen, ob ich nochmal angreifen kann. Ich will, dass er wieder gelb wird. Genau. Ja, es ist aber ein cooler Boss. Also ich muss sagen, ich finde, ich feier sowas immer, wenn man ungefähr weiß, wie man den angreifen muss. Nicht so dieses abgefuckte, wir sagen dir nicht, wie man getötet, weil du dumm bist. Stirb erstmal 20 Mal. Das feiere ich ja gar nicht. Einmal sterben ist okay. Ah ja, genau hier. Oh Mann, wieso kann man nicht so ein Double Takeout machen? Das wäre so witzig. Das wäre so witzig! So, jetzt kommt schon wieder ein neuer. Ah, fuck drauf, Alter. Ich rasiere den jetzt einfach. Genau, hau mal deine Kollegen zur Seite. Ja. Die halten alle viel zu viel aus in meinen Augen. Wieso sind hier schon wieder zwei? Ich dachte, es ist nur noch einer. So, wrecked. Wrecked. Kann ich mir den jetzt mal in Ruhe anvisieren? Ja, kann ich. Oh, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Nimm mir mal ein bisschen Leben, weil mir geht das auf den Sack, wenn ich nicht genug Leben habe.
Ja, jetzt kann ich das nicht angreifen, weil das nicht gelb ist. Das bringt nix. Mach es gelb! Mach es gelb, habe ich gesagt. Oder wird es nicht mehr gelb? Finde ich aber doof. Mach es gelb! Oder muss er einmal angreifen? Komm, greif einmal an. Ah nein! Of course! Sag das doch gleich, dass wir ihn wrecken können. Nice. Was ist das für ein Spaß? Also ich muss sagen, das Spiel hat richtig geile Finisher. Fatalities sind richtig übertrieben nice gemacht. Also, ich weiß nicht. Ich feier die hart. Find's sehr geil. Das war so gesehen unser Mini-Boss. Bestimmt vor der Timata oder wie die heißt. Diese Vampirkönigin oder was? Fledermauskönigin, was auch immer. Ne, war gut. Hat Bock gemacht. Anscheinend. Ah. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ah, soll auch erstmal drauf kommen. Was ist das für ein Giz? Seuchenman! Der Seuchenman ist auch hier. Zur Seite. Der hat ja gar keinen Bock. Auf den alten Seuchenman. Boah, bin ich aber souverän ausgewichen, muss ich sagen. Ja, das brauche ich ja nicht. Wenn der allein ist, kann ich einfach einen down den machen. Ich hoffe, es gibt da bei dem Volgrim irgendeinen Buff, um das Ding stärker zu machen, weil es muss mehr Damage machen. Ich brauche mehr Damage auf dem Teil. Nein. Nee, nicht stinkig machen. Stinkig machen ist scheiße. Ah, er ist down, oder? Oh, egal. Ich nehme mir mal das Teil. Oh, er scheint down zu sein. 5000 Seelen schon fast. Ey, der Ort. Oh, richtige Rich Biatches. Okay. Zur Seite, Mann. Gut. Ah, hier kann ich dann irgendwas hochholen. Dann muss ich aus dem anderen Raum den Ball holen. Wo ist... Ah, okay. Ja, ja, alles easy, alles gut. Jetzt wollen wir Feuer. Feuer. Ich glaube, man muss es so machen. Nein, falsch. So, so. Zack, zack. Jetzt nimmt man den. Nein. Nehme ich mit denen. Klatsch ihn dahin. Ich hoffe. Okay, ja, es geht. Ja, ja, das ist ja dann. Das habe ich mir dann ja richtig überlegt. Den, den. Ja. Und dann geht die Tür auf. Sehr gut. Das läuft ja alles nach Plänchen.
Das freut mich hier. Das linke Teil ist kaputt. Ich hoffe, das stört nicht. Ah, und jetzt kommen wir nach oben wieder. Und dann machen wir da unseren Weg fertig. Und dann sind wir echte Gangster. That's how we roll, bitches. Oh, nee. Nerv nicht. Nein, hier geht's nicht weiter. Gar keinen Bock auf euch. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, die snacken wir mal schnell weg, Alter. Empfangskomitee hier. Easy peasy. Der ist gereckt. Der wird gereckt. Die werden gereckt. Da ist der nächste. Hier, na also. Arzt. Auf man das Teil hier. Hier war der Bossfight. Den haben wir weggeschnetzelt. Alles easy peasy. So, jetzt machen wir unseren zweiten Hebel an. Zack. Nice. Oh, ich hab's schon gehört. Zur Seite mal. 5061 Seelen haben wir, Brothers. Brothers and Sisters. Warte. Nein, da wollte ich schon nicht hin. Ich wollte erst wissen, was hier ist. Was ist hier drin? Secrets! Hier sind Secrets. Glaube ich, zumindest. Ja, da oben. Ganz locker flockig, holen wir uns das mal ab. Das von hier oben. Zack. Hä? Wo ist das Secret? Hier war doch noch gerade ein Secret. Ich wollte gerade sagen, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich ja noch vorhin was gesehen. Das war jetzt dreist. Hätte ich mal nicht da oben drauf geachtet, hätte man das glatt übersehen. Ja, Frechheit. Geht, Jungs. Ah, der braucht noch einen Hit, glaube ich. Zack, zack, ja, normal. Alles easy, alles cool. Alles easy, alles gut. So, wo sind wir jetzt hier? Gibt es hier oben wieder einen Secret? Oh, hier sind wir jetzt draußen. Ich wollte doch gar nicht raus. Ha. Huh. Wie komme ich wieder in meinen tollen Raum? Nee, dann müssen wir jetzt zurück erstmal. Das geht nicht. Dann müssen wir hier zurück. Oder sind wir von hier gekommen? For real? Kann das sein? Ich weiß gar nicht mehr. Ich war halt so verwirrt, weil ich das Secret da halt gesehen habe. Deswegen dachte ich, hier waren wir noch nicht, aber vielleicht doch. Doch, wir waren hier. Oder? Schimmer. Ah, kein Heisen jetzt. So, okay, dann waren wir da wohl doch. Aber da waren da noch nicht die Statuen. Aber nein, wir waren da nicht. Oder? Ich weiß nicht. Oh, ein Pisser.
Und das letzte... Nee, wir haben doch schon alle Schwerter, oder nicht? Was geht, Bitches? Zur Seite. Ich versuche hier gerade Leute zu töten. Also verpiss dich jetzt von mir. Ja, deine Mutter ist auch schwach. Das haben wir letztes Mal schon klar gemacht. Ja, greif an. Nicht so. Nicht so, hab ich gesagt. Komm. Nein. Wieso trifft er mich genau mit dem Ding? Get wrecked, son. Get wrecked. Geh mal hier die Dinger rüber. Wann am Ende? Ja, das ist schon mal cool. Nerv nicht. Na also. Her damit. Ich weiß ja nicht, wo ich damit hin muss. Och, nee. Ah, ja, geil. Ah, FPS-Jobs sind auch noch richtig gut dann in so einer Situation. Hätte ich das gewusst, hätte ich das eine nicht geused, meinen gelben Scheiß. Weil dann hätte ich die jetzt unter Kontrolle. Ja, in den reinspringen ist natürlich smart. So was liebe ich ja immer. So, okay, jetzt haben wir die ganze Scheiße. Naja, du bist schwach, ich weiß. Halt's Maul jetzt. Komm, greif an. Mach deinen Scheiß. Ach, Attack Pattern ist so schlecht von dem. Ja, wenn man nicht trifft, ist auch nice. Ja, greif an, Junge! Dann nicht. Greif ich an. Mir jetzt so scheißegal. Ich will einfach nur tot sehen, den Bastard. So, ist die anderen auch noch. Zack, zack. So, jetzt die anderen hier, die kommen jetzt hier, ne? Ja, bam, bam, bam. Zack, bring erstmal den Damage ab. Sammeln wir wieder ein bisschen. Dass er aber auch genau treffen muss, ey. So, das war jetzt Heavy Baby.
haben wir wieder das den Kopf abgerissen, das war Sweet Lemonade von unserer Seite aus. So, healen. Hier den Game Scheiß kriegen. Und in der nächsten Folge machen wir diese zwei fett bepackten Rüstungstypen fertig. Weil wir es können. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Ihr seid übel geil, haut rein.